Bist du nicht der David von Giga? Nee, wenn ich mein blaues Hemd anhab, dann ja. Der ist doch rausgeflogen bei Giga. Dieser Idiot. Dieser Sexist. Was ist dieser Sexist gewesen? Herzlich willkommen zu den Giga News. B-News am Samstag. Ich bin mal wieder im Setting von Giga. Diesmal habe ich mich gedacht, setze ich mich doch mal in das Giga Game News Studio, weil dann müssen sich diejenigen, die sowieso beide News gucken, nicht mehr an einen anderen Hintergrund gewöhnen. Als erstes ganz kurz nur die Ansage, bis Dienstag läuft noch der Steam Sale. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeigucken und euch dumm und dämlich kaufen, denn da gibt es gerade so ein paar Sachen, die ich euch nur ans Herz legen kann. Zum Beispiel Dark Souls für 6 Euro. Wer das bisher noch nicht gespielt hat, sollte mein Lieblingsspiel aus dem Jahr 2011 war das, glaube ich, unbedingt mal nachholen. Das ist ein großartiger Titel. Außerdem gibt es ganz viele kleine Indie-Games, die man mal gespielt haben sollte. Ich kann euch da vor allen Dingen Papers, Please ans Herz legen. Das ist vor einem Monat oder so rausgekommen. Ein sehr komisches Spielchen, weil es wirklich nur darum geht, dass ihr die Papiere von jemandem, also die Ausweispapiere, verlangt und die dann überprüft. Oder ihr solltet mal in The Adventures of Van Helsing reingucken. Das ist nämlich einer dieser Diablo-Klone, die mir richtig gut gefallen haben. Auch das ist ein kleiner Indie-Titel, der so für 5 Euro zu haben ist. Und wenn es ein bisschen größer sein sollte, dann unbedingt mal gucken. Sleeping Dogs gibt es gerade für 5 Euro und Skyrim, wer das immer noch nicht gespielt hat, kann jetzt für 7 Euro zugreifen. Also der Steam Sale. Da unbedingt noch bis Dienstag vorbeigucken. Wo wir letzte Woche bei abstrusen Werbeclips waren mit Jean-Claude Van Damme, habe ich diese Woche das hier ausgegraben. Kennen Sie das? Sie sitzen einsam im Büro und müssten eigentlich ihren verdammten Job machen. Aber stattdessen denken Sie an Ihre Töle, die ihrerseits die ganze Zeit nur daran denkt, wann sie sich das nächste Mal an den Eiern lecken kann. Dann kaufen Sie jetzt Petchats! Nein, liebe Hundebesitzer, ich will euch eure geliebten Vierbeiner gar nicht malig reden, aber ich finde diesen Werbespot so krass daneben, dass ich mir echt an den Kopf fassen muss. Petchats ist nämlich eine Art Videotelefon, was ein bisschen an das Babyphone bei Babys erinnert. Das könnt ihr euch so ungefähr in Kniehöhe in die Wohnung hängen. Mit dem könnt ihr dann mit eurem Hund telefonieren, wenn ihr unterwegs seid. Diese Firma, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die hat dieses Ding entwickelt für Hunde und für Katzen, die den ganzen Tag einsam zu Hause sitzen und darauf warten, dass Herrchen nach Hause kommt und ihnen dann ein Leckerchen hinwirft. Und da könnt ihr jetzt, wenn ihr im Büro seid und jetzt gerade wieder im Meeting eurem Chef zuhuren müsst. Das ist auch gut. Wenn ihr also gerade im Büro sitzt und das Geblubber eures Chefs im Meeting ertragen müsst, dann könnt ihr euer Handy zücken und mit dem geliebten Wuffi telefonieren und dann sogar ein Leckerchen aus der Box fallen lassen. Und das sieht dann so aus. Baby, can you sit? Good girl! You want a treat? Pet Chats let you be there with your pet from anywhere. Ich finde es lustig, wie dieser Fressdrops da unten einfach so erscheint im Video. Ich sehe das schon kommen, dass dann, wenn man auf den Fresschen-Knopf drückt, dann purzelt die ganze Scheiße zu Hause über euren Boden. Aber das wollen sie im Werbevideo natürlich nicht zeigen. Wie die Webseite angibt, gibt es das Ganze in den Geschmacksrichtungen Leber, Lachs, Hühnchen und den sogenannten Calm Drops. Calm heißt ja beruhigen und das sind nichts anderes als kleine Fresschen, die mit einem speziellen Öl eingerieben wurden, wo sich dann euer Hund angeblich beruhigen soll. Wollten Sie Ihren Hund schon immer mal von unterwegs aus einschläfern, sich aber den langwierigen Todeskampf ersparen, dann holen Sie sich jetzt Petchats. Oh Gott, dafür kriege ich auf den Sack. Kosten soll das nützliche Stück übrigens $350, also umgerechnet ungefähr 250 Euro, was ich arg krass finde. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach ein bisschen mehr Zeit mit euren Haustüren verbringen, denn die ist völlig kostenlos. Oder aber, wenn ihr keine Zeit habt, um die mit euren Tieren zu verbringen, dann bin ich immer noch der Meinung, dann sollte man sich keine Tiere holen, denn ich finde es einfach Tierquälerei, wenn die armen Dinger zu Hause sitzen und den ganzen Tag auf euch warten müssen. Oder aber ihr habt eine Katze, der ist es ja sowieso egal, ob ihr da seid oder nicht. Hier ist übrigens noch die Version für die Katzen. Hi Sadie! Und dann gibt's noch eine Death Metal Variante. Hi Sadie!
Die Xbox One und PlayStation 4 sind mittlerweile gelandet. Gestern war der offizielle Verkauf der PS4 und damit sind beide Next-Gen-Konsolen da. Und meine Meinung ist mittlerweile, weil ich beide auch schon ausgiebig mal angucken durfte, kaufen würde ich eigentlich gerade keine, denn die Launch-Titel haben mich auf beiden Seiten schwer enttäuscht. Ich dachte ja, die Xbox One-Launch-Titel sind richtig cool, aber da ist gerade nur Dead Rising so richtig geil, weil Rise und Crimson Dragon oder auch Killer Instinct leider nicht so richtig überzeugen. Die wenigen Titel, die dann wirklich rocken, die haben irgendwie andere Mätzchen. Denn Forza Motorsport 5, einer der großen Titel für die Xbox One, der auch noch toll aussieht und einen großartigen Umfang bietet, der nervt mit Microtransactions. Und das ist ja dieses Jahr so das Schlagwort für uns Gamer gewesen, wo mir persönlich und wahrscheinlich auch vielen von euch da draußen die Kotze hochkommt. Dead Rising 3 hat's vorgemacht, ihr seid im Spiel, wollt einfach nur irgendwelche Viecher kaputt schnetzeln und könnt es nicht, weil die Waffen so teuer sind, dass man sie sich eigentlich nur mit echtem Geld leisten kann. Und Forza Motorsport 5 macht das Ganze jetzt im Grunde nach. Denn viele Features, die vorher in den vorherigen Teilen drin waren, wurden jetzt gestrichen, scheinbar nur, um dieses neue System anzukurbeln. So kann man zum Beispiel jetzt nicht mehr durch Aufleveln neue Wagen freischalten. Und dann gibt es auch nicht mehr diese Markenaffinität. Das heißt, ihr könnt jetzt auch nicht mehr einfach nur durch Fahren mit einer bestimmten Marke die Affinität für diese Autos steigern, sodass dann die Kosten für neue Upgrades geringer werden. Das ist eine Sache, die der Entwickler geändert hat, um den Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich muss sagen, mich nervt diese Entwicklung extrem, denn auch ein paar andere Titel, wie zum Beispiel Rise oder eben Killer Instinct, haben ja diese Microtransactions. Und das große Problem darin ist, dass man viele dieser Spielinhalte, jetzt gerade auch bei Forza 5, nicht wirklich auch durch eigenes Spielen erspielen kann. Zum Beispiel die teuersten Wagen, dafür braucht man eine ungefähre Spielzeit von 50 bis 60 Stunden, damit man auf natürlichem Wege an diese Autos rankommt. Man könnte sich natürlich auch die Special Edition von Forza 5 kaufen, denn da steht hinten auf der Packung drauf, dass 1250 Token drin sind, mit denen man angeblich die teuersten Wagen kaufen kann. Das stimmt aber auch nicht, wie sich herausgestellt hat, denn der teuerste Wagen in Forza 5 kostet 10.000 Token. Das ist also auch noch Betrug. Dementsprechend verärgert sind die Spieler und machen gerade in mehreren Foren ihrem Ärger Luft. Auch die Reviews sprechen davon offensichtlicher Verarsche, weswegen die Entwickler mittlerweile zurückrudern und massive Eingriffe in das Spiel angekündigt haben. So soll es in den kommenden Wochen eine dramatische Erhöhung der Token-Rewards geben, die ihr durch die verschiedenen Modi erfahren könnt. Am nächsten Wochenende gibt es dann eine Rabatte auf viele Autos und darüber hinaus gibt es noch ein paar spezielle Sonderwagen, die man sich irgendwie erfahren kann. Das ist jetzt alles irgendwie trotzdem für mich noch keine Wiedergutmachung, weil A, sind das so zeitlich limitierte Sachen, also diese Erhöhung der Token, die gibt es vorerst nur im Dezember und jetzt auch erst am kommenden Wochenende gibt es diesen Rabatt danach nicht mehr. Das heißt, es ist eine kurzfristige Lösung, um noch ein paar Spieler zum Kauf von Forza 5 zu bewegen, aber die Verarsche meiner Meinung nach bleibt. Was ich besonders erschreckend daran finde, ist, dass Phil Spencer, der Vizepräsident von Microsoft, bereits gesagt hat, dass sie jetzt genau darauf achten, wie diese Micropayments angenommen werden. Das heißt, Microsoft versucht gerade in diesem Launch von dem Xbox One ganz viele dieser kleinen Dinge unterzustreuen und zu gucken, wie nehmt ihr, also die Spieler, das an. Und wenn sich niemand beschwert, dann wird es das künftig häufiger geben. Deswegen kann ich nur uns alle daran erinnern bzw. darum bitten, macht das nicht mit, lasst euch da nicht irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Denn ich kann das verstehen, wenn diese Micropayments zum Beispiel in iOS-Games passieren, wo man, was weiß ich, für 50 Cent ein Spiel kauft und dann vielleicht die Entwickler dadurch unterstützt, indem man sich andere Dinge dazu holt. Aber wenn man schon den Vollpreis bezahlen muss, wie für Forza 5, dann finde ich es ein Unding, dass man dann nochmal an mir verdienen möchte. Ein anderes Beispiel diese Woche wäre zum Beispiel Angry Birds Go. Das ist ein Kartspiel, was für die iOS-Geräte rausgekommen ist. Wie immer, wenn was erfolgreich ist, kommt irgendwie ein Kartspiel dazu raus. Aber das ist zum Beispiel auch eins, was den Vogel geradezu abschießt. Denn es ist zwar Free-to-Play, aber es gibt Werbung im Spiel. Und trotzdem möchten die Entwickler von euch horrende Beträge für einige Sachen haben. Es gibt zum Beispiel ein Kart im Spiel, das 100 Euro kostet. Und da sind für mich Grenzen erreicht, wo ich mich fragen muss, gibt es Leute, die sowas noch kaufen? Was ist denn eure Meinung dazu? Ich habe mit Robin früher darüber häufig diskutiert, weil er sagte, naja, er findet das Ganze nicht so problematisch, weil einerseits ist das eine Kann-Sache, man muss sich das halt oft nicht kaufen. Und andererseits möchte er die Entwickler von Forza, die ja jedes Mal exzellente Spiele abliefern, auch gerne mit seinem Geld unterstützen, wenn er es denn kann. Seht ihr das auch so? Sagt ihr also auch, ich gebe den Entwicklern gerne mein Geld, wenn sie es denn verdient haben? Oder sagt ihr, das Ganze nimmt Ausmaße an, was vor allen Dingen
Dingen, wenn man in die Zukunft blickt, sehr, sehr skeptisch stimmt. Jetzt noch zum Abschied, das Foto der Woche haben wir letzte Woche ja im Grunde eingeführt. Dieses Foto ist diese Woche einmal um den Globus gegangen. Sascha Reinking hat sich auf Hochzeitsfotografie spezialisiert und als er dieses Foto in New York gemacht hat, hätte er wahrscheinlich nicht gedacht, dass eine berühmte Person da sein Foto einfach fotobombt. Zach Braff aus Scrubs läuft durchs Bild und macht diesen hier. Das finde ich so cool, dass ich das euch eigentlich einfach zeigen muss und das war's mit den B-News. So Leute, mein Umzug ist geschafft. Ich kann endlich jetzt wieder mehr Videos machen. Es wird jetzt auf jeden Fall was zu Last Man Standing geben. Das ist heute Abend um 18 Uhr, 8 Stunden. Ihr solltet auf jeden Fall einschalten und nächste Woche gibt es dann wieder einen Vlog von mir dazu. Außerdem noch ein Video vom Sony Launch in Berlin. Und wenn ihr mehr Gaming News haben wollt, dann solltet ihr am Dienstag bei High Five, das verlinke ich euch unten, vorbeigucken, denn da wird es ab sofort dienstags immer die Game News geben. Die moderiere ich da auch. Das heißt, in den B-News, ihr habt das ja vielleicht in den letzten Wochen schon mitbekommen, ich ziehe den Anteil der Gaming-News ein bisschen zurück und der volle Umfang, den gibt es dann da. Das heißt, ab sofort jede Woche zweimal News mit mir, einmal nerdiger Geek-Kram und einmal purer Games-Spaß. Ich freue mich drauf. Bis dann, ich hoffe ihr auch. Tschüss, ich gehe jetzt tauchen. Ich bin wiederzusehen. Scheiße, das passiert jedes Mal.